Gut, 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 gut. Ludi, Ditu, Rutu, Haus, Zaun, Laus, Buch. Was ist das, ein Buch? Bücher sind da, um gelesen zu werden. Die Geschichten können spannend, traurig, lustig, romantisch oder gruselig sein. Autoren schreiben diese Geschichten. Bücher können viele oder wenige Seiten enthalten. Im Klappentext steht, worum es in einem Buch geht. Komm mit, ich zeig dir, was man in einer Bibliothek alles entdecken kann. So viele verschiedene Leute. Für wen ist das eine Bibliothek? Eine Bibliothek ist eine öffentliche Einrichtung, in der es sehr viele Bücher gibt. Zudem bietet eine Bibliothek auch CDs, DVDs, Hörbücher und Zeitschriften an. Diese Medien können Benutzer für einen bestimmten Zeitraum ausleihen. Man muss sie aber wieder pünktlich und sauber zurückbringen. Die Bibliothek Haslach ist eine kombinierte Bibliothek. Sie ist eine öffentliche und eine Schulbibliothek. In diesen Räumlichkeiten hier befinden sich Medien für Erwachsene und für Jugendliche. Die Kinderbibliothek befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Grundschule. Das war die Kinderbibliothek. Und das sollst du auch wissen. Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Langfristig! Bücher und CDs 3 Wochen. Zeitschriften 2 Wochen. DVDs 2 Wochen. Verlängerung von Medien. Telefon. 0471 27 91 88. E-Mail bibliothekhaslach@yahoo.de. PCs mit Internet stehen zur Verfügung. Reservierungen und Medienwünsche sind möglich. Beachtet folgende Regeln: leise sprechen, nicht laufen, nicht essen und nicht trinken. Bücher an den richtigen Platz zurückstellen. Ups. Ups. Beschädigte Bücher müssen ersetzt werden. Hurri! So viele Regeln! Auch in der Schulzeit wird die Bibliothek für vieles genutzt.
Wir stellen das Buch Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeers vor, geschrieben von Walter Moers. In diesem Buch geht es um den Käpt'n Blaubeer, der hat 27 Leben. Das Buch spielt in Samonien, das ist ein Kontinent, der wie viele andere Kontinente versunken ist. Die Schrift ist abwechslungsreich, also von klein auf groß. Das Buch ist in Leben eingeteilt und es gibt 13,5 davon. Die Bilder sind abwechslungsreich und zeitüberweisend. Das Buch ist bei der Erwachsenenliteratur, aber es ist auch für Jugendliche geeignet. Uns hat das Buch gut gefallen, da es lustig und kreativ ist. Was möchten Sie gerne ausleihen? Ich will dieses Kinderbuch ausleihen. Wir möchten gerne das alles ausleihen. Da haben Sie ein Kinderbuch, einen Thriller, eine Sportzeitschrift, eine Modezeitschrift und einen Roman. Und das ist noch nicht alles. Wir haben noch einen Actionfilm und eine Komödie zum Ausleihen. Und das alles nur für das Wochenende. Wir sind nämlich ganz begeistert von dem, was wir hier alles finden. Ich habe alles unter dem Namen Büchner eingetragen. Das ist doch Ihr Name. Ja, das ist unser Name. Danke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Nicole, sag auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Halt, halt! Bleib hier! Hast du verstanden, was deine Bibliothek alles bietet? Ja. Und hier sind noch ein paar Bücher, die dich sicher interessieren.